In einigen US-Bundesstaaten haben die ersten Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson begonnen. In New York soll der Impfstoff in mehreren Impfzentren rund um die Uhr gespritzt werden, bis die ersten rund 160.000 noch in dieser Woche erwarteten Dosen verabreicht seien, teilte Gouverneur Andrew Cuomo mit. Derweil haben die republikanischen Gouverneure von Texas und Mississippi angekündigt, die Maskenpflicht in ihren Bundesstaaten zu lockern. So müsse in Restaurants und Firmen künftig keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr getragen werden. Präsident Joe Biden kritisierte diese Anordnungen scharf. Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist. Ich hoffe, jeder hat inzwischen begriffen, dass diese Masken einen Unterschied machen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Neandertaler-Denken, dass in der Zwischenzeit alles in Ordnung ist. Maske ab, vergessen Sie es, es ist immer noch wichtig. Biden kündigte an, dass bis Ende Mai genügend Corona-Impfstoff für alle Erwachsenen im Land zur Verfügung stehen werde. Zudem sollen alle Lehrkräfte, Schulangestellten und Erzieher noch im März mindestens die erste Dosis eines Impfstoffs bekommen. So soll die Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebs beschleunigt werden.